Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Überraschungs-Auspackungs-Paketchen-Video. Ja, und wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich komplett ungeschminkt und das liegt daran, dass wir hier total viel Grad haben und ich einfach keinen Bock hatte, mich jetzt zu schminken. Und ich der Meinung bin, dass ich ungeschminkt ein genauso normaler Mensch bin wie geschminkt und das mir nicht egal, also ziemlich egal ist, wie ich aussehe. Und ich habe umsonst die Lucky Vegan Box zugeschickt bekommen. Das ist so eine Überraschungsbox. Die gibt es in verschiedenen Kategorien. Ich glaube, es sind vier, wenn ich mich nicht irre. Einmal so ab 14,90 € oder 15 Euro. So eine ganz normale vegane Überraschungsbox. Dann gibt es eine speziell für Essen. Die ist, kostet dann 25 Euro. Dann gibt es eine für Essen und Sojafrei, die dann 25 Euro kostet. Und eine glutenfreie Box, die auch 25 Euro kostet. Und ich glaube, das kann man so einem, also bestellt man so einem Abo. So, und ja, hier ist das gute Stück. Und das ist voll schwer. Das wiegt, glaube ich, 2,9 Kilo steht drauf. Und ich versuche das jetzt mal auszupacken, ohne es so ganz doll zu zerstören. Ich glaube, das funktioniert aber nicht so gut. Ach so, darf jetzt, weiß ich, was funktioniert. Ja, oh, ich muss aufpassen, dass nichts rausfällt. Oh, cool. Erstmal ist da ein kleiner Brief für mich. Da steht, ich lese einfach mal vor. Liebe Sarah, wir freuen uns sehr, dir deine erste Lucky Vegan Überraschungsbox zu präsentieren. Lange haben wir nach den perfekten Produkten für dich gesucht. Alles probiert und liebevoll ausgewählt. Hoffentlich hast du genauso viel Spaß beim Auspacken wie wir beim Einpacken der Box. Wir wünschen dir viel Freude beim Entdecken, Kennenlernen und Probieren. Guten Appetit und einen schönen Tag. Ja, und dann steht da noch, dass an Weihnachten ein T-Shirt für mich ist. So, und dann haben wir hier erstmal, oh, hier kommen irgendwelche kleinen Körnchen rausgeflogen. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen vielleicht. Haben wir hier, falsch herum, glaube ich, ja. Choose Life, Go Vegan. Sehr cool, ein Jutebeutel, ein Beutel auf der Beutel mit Beutelfarbe. Den werde ich wahrscheinlich gut zum Einkaufen nehmen oder so. Ich mag die gerne so mit diesen zwei Dingern zum Einkaufen. Und der ist sehr cool. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Oh, das ist ja riesig. Das ist eine M, glaube ich. Ja, oh, das ist groß. Ich glaube, das werde ich mir kürzer schneiden, sodass es so Tanktop-mäßig ist. Auf jeden Fall steht da auch wieder vorne Choose Life, hinten Go Vegan. Sehr cool, sehr cool. Das ist eine M, das ist echt eine große M. Und dann haben wir hier noch Original Groß, August. Also das ist die originale Überraschungsbox für August 2015. Und dann ist hier so eine Liste anbei, wo drauf steht, was da alles so drin ist. Ich würde sagen, ich schreibe euch das, was hier drauf steht auf der Liste, einfach alles unten nochmal in die Infobox. Da muss ich jetzt nicht so viel dazu erzählen, sondern zeige euch jetzt einfach alles, was hier drin ist. Ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid. So, dann haben wir hier voll das Süße, ich zeige euch das mal. So, voll süß verpackt und da ist noch so ein kleines Stickerchen drauf und so ein Seidenpapier, um das zusammenzuhalten. Und ich hasse das immer, wenn man sowas zerreißen muss. Ich habe dann immer Mitleid damit. So. Wow, ich sehe Essen, ich sehe Dinge. Wow. Okay, ich fange einfach mal vorne an. Als erstes haben wir hier von Rituals, das kenne ich auch den Laden, aber habe ich ehrlich gesagt noch nie was gekauft. Hier, White Lotus und Yi Ren Foaming Shower Gel Sensation. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Showergel. Oder so ein Rasiergel. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich will mal gucken, ob es gut riecht. Oh, es riecht gut. Es riecht ganz wenig nach was. Nach leicht feminin süßlicher Duft, aber ganz, ganz wenig. Ich finde Düfte beschreiben eh ziemlich schwierig. So, dann haben wir, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich als erstes angucken soll. Dann nehmen wir das. Von Bio Vegan. Oh, geil. Pudding.
eine Fertigmischung für Mandel-Paradies-Pudding. Ich liebe Pudding. Oh, yay. Das gibt es, glaube ich, auch im Vegans. Dieses Bio-Vegan und auch im Bio-Läden und so. Davon hatte ich mal eine Hollandaise-Soße. Die war nicht so geil, aber bei Pudding kann eigentlich nicht viel schieflaufen. Und es ist ein Mandel-Pudding. Oh, keine Chance. Ich glaube, ich werde bald Pudding... Oh, Kekse! Von... Oh, das sind, die sehen voll gesund aus. Von Fallas Leber Backwaren Manufaktur FBM Vegan. Das sind veganer Cookie Erdbeer Pistazie. 2 Stück. Boah, die sind voll groß. Guck, wie, seht ihr, wie groß die sind, dafür, dass es 2 Kekse sind? Krass. Voll krass. Ich glaube, ich zoome euch ein Stückchen näher ran. Dann haben wir das alles. Oh, ich bin voll unscharf. Wieso bin ich so unscharf? Oh mein Gott. So. Ja, hier diese Kekse, die sind voll groß, oder? Dafür, dass es nur 2 Kekse sind. Voll krass. Dann haben wir hier von die Hanflinge kandierte Hanfsamen. Aha. Ich muss zugeben, ich habe noch nie irgendwas von Hanf probiert. Also ich meine, mir ist klar, dass man das auch so normal essen kann und so. Aber ich habe das noch nie so auf dem Schirm gehabt. Da gibt es ja auch Eistee von und so. Ja, das sieht so aus. Steht da kandierte Hanfsamen. Geschälte Hanfsamen sind sehr proteinhaltig, 35%. Diese mit Rohrzucker kandierte Samen. Mit Rohrzucker kandierten, das ist ein komisches Wort, kandierten Samen, sind zum Naschen und Verfeinern von Kuchen, Müsli und als Topping für Desserts geeignet. Ich glaube, für ein Müsli kann ich mir das gut vorstellen. Ich werde die bald mal kosten. Mom, 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 mom. Oh, ich muss mich entscheiden. Ich nehme als nächstes das. Ah, genau, das ist hier kaputt gegangen. Das erklärt die ganzen Körnchen. Das ist roter Reis. Aha. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, das wären irgendwelche Samen oder so. Sieht aus wie von der Form her ein bisschen wie Leinsamen. Seht ihr das? So. Aber es sieht wirklich von nah dran, sieht es dann doch wieder reismäßig aus. Das ist roter Reis. Aha, die muss halt 40 Minuten kochen, das ist voll lang. Krass, 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 krass. Habe ich noch nie. Ja gut, riecht nach nichts, wie Reis halt riecht, ne? Habe ich noch nie gewusst, dass es roten Reis gibt, ehrlich gesagt. Und dafür finde ich so eine Boxen voll genial, weil es gibt so viele Sachen, die du so überhaupt nicht auf dem Schirm hast und überhaupt gar nicht weißt, dass es das gibt. Und dann kriegst du es einfach und hast es und dann willst du es auch probieren und dann traust du dich es auch. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man es sich direkt aussuchen muss, als wenn man es so quasi vor die Nase gesetzt bekommt und dann probiert man es halt auch einfach. Und dann lernt man vielleicht voll coole neue Sachen kennen. Hier haben wir einmal noch Candy Tree Himbeer Gummistangen. Die sehen auch lecker aus. Aber die sehen aus, wenn die wieder so knatschig klebrig. Aber ich mag das irgendwie. Es gibt ja viele, die mögen das nicht, dass diese veganen Gummibärchen-Alternativen immer so, so wie diese Schlümpfe von Haribo halt, diese, also von der Konsistenz, sodass es alles im Mund klebt. Und ja, ich finde das cool. Ich mag das. Ich knatsche gerne auf was rum. So, dann haben wir hier noch, was ist das? Sopress. Ah, ist das Espresso? Das ist bestimmt irgendwie Kaffee oder so. Kaffeegetränk auf Sojabasis, hergestellt aus biologisch angebauten Zutaten. Aha, ein Soja-Espresso. Premium Soy and Fine Coffee. Medium. Eigentlich bin ich nicht so der Kaffeefreund. Aber ich glaube, das werde ich mal probieren, weil da ja auch Sojamilch drin ist, ganz viel. Dann, wenn es so Cappuccino-mäßig ist, finde ich es wieder gut. Oder so Kaffee-Latte-mäßig. Und ja. Finde auf jeden Fall cool, dass es nicht in so einer typischen Plastikflasche drin ist, sondern in so einem Papp-Dings. Obwohl ich noch nicht genau weiß, wie man das dann trinkt, aber. Wird schon. Vielleicht trinke ich das sogar gleich später. Ich denke mal, das schmeckt kalt auch besonders gut. So, dann haben wir noch 3 Sachen drin, soweit ich das sehe. Einmal haben wir hier Dirty Harry's World Famous Barbecue Soße First Price 2012. Barbecue Soße. Aha, ich bin nicht so der Barbecue Soßen Freund, aber ich glaube, mein Freund mag Barbecue Soßen, wenn die scharf sind. Obwohl, da ist gar nicht so viel scharf drin. Da ist nur Tomatenmark, Zucker, Branntwein, Essig, Karamell, Wasser, Rauch, Salz, Salz und Rauch, Senf, Saat, Gewürze, Knoblauch, blablabla. Ja, cool. Na, dann werde ich es wahrscheinlich probieren. Wenn es nicht scharf ist, dann ist die bestimmt cool. Sieht auf jeden Fall super süß verpackt aus. Sieht auch so richtig aus, als wäre die so von, keine Ahnung, von voll früher. Sehr süß.
Finde ich sehr cool. Sieht voll amerikanisch verpackt aus, finde ich irgendwie. Oder zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir noch Gemüsecracker, rote Beete. Ich weiß nicht, ob rote Beete so mein Ding ist, aber ich habe auch, muss ich zugeben, schon ewig keine rote Beete mehr gegessen. Ich weiß noch ungefähr, wie es schmeckt, aber ich kann es mir nicht in Crackerform vorstellen. Aber ich bin gespannt. Die Sachen kommen auf jeden Fall, wenn ich sie aufgegessen habe, mit in mein nächstes, irgendwann übernächstes aufgegessen Video. Dann erkläre ich euch, wie ich die fand, ob ich die lecker fand oder nicht. Von Rosengarten. Aber auf jeden Fall ist die Verpackung super süß, weil sie so knallige Farben hat. Das gefällt mir gut. Aber nur wegen der Verpackung würde ich das jetzt natürlich nicht kaufen. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, da ist noch ein Körnchen Reis rausgefallen. Das ist, glaube ich, so ein Säckchen. Da steht drauf Hummeli oder Hammeli. Nur für dich gemacht. Und dann steht hinten drauf Zwiebelchen. Das ist wahrscheinlich so ein Brot, ne? So ein fertiges Brotzeugs, was man dann einfach nur noch... Ich guck mal rein. Ich guck da mal jetzt rein. Bevor ich das wahrscheinlich nicht aufkriege, dann muss ich das aufschneiden. Das ist bestimmt so eine Brotmischung, wo man... Los. Es tut mir aber so leid, wenn das so süß verpackt ist, das einfach so aufzuschneiden. Aber anders funktioniert das jetzt hier nicht. Ja, das sieht aus nach einer Brotmischung. Was haben wir hier drin? Los, komm raus. Zeig dich. Ja, cool. Einmal hier wahrscheinlich die trockenen Mehlzutaten. Dann haben wir hier die gerösteten Zwiebeln. Und dann macht man das alles zusammen. Wahrscheinlich noch Milch drauf. Milch, was rede ich? Dann wahrscheinlich noch Wasser drauf. Dann, oder vielleicht Hefe noch, wenn die schon drin ist. Dann gehen lassen. Und dann hat man selbstgemachtes Brot. Sehr cool. Hier ist glaube ich, die Anleitung dazu. Ich gerade auch gestellt. Ja, Backanleitung. Sehr, sehr, sehr cool. Ich backe voll gerne so selber so Sachen. Habe ich auch schon verschenkt, so eine Fertigbackmischung. Und ja, da kommt dann nur noch eiskaltes Mineralwasser mit Kohlensäure dazu. Und das war's. Und dann wird das locker, dann nur ein bisschen gehen lassen und dann fertig backen. Das ist ja cool, ich glaube, das mache ich gleich. Dann habe ich leckeren Brotteig. Ich mag frisches Brot, ich liebe das zu Suppen oder so. Ich habe so lange gelabert, dass meine Kamera mich auch schon nicht mehr ertragen konnte und wieder einfach aufgehört hat. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich die Box mal probieren durfte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die ganzen Produkte. Und ja, werde euch dann auf jeden Fall in meinem aufgegessenen Video, Durchprobiert-Video davon berichten, ob ich die lecker fand, die Sachen oder nicht. Und welches ich gut fand und welches nicht. Und das werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und dass euch ein bisschen cooler ist als mir, weil ich schwitze. Und ich habe hier zwei Lichter und es ist noch viel wärmer. Und ich glaube, ich glänze total, aber ist ja egal. Habt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich finde das immer toll. Ich mag Überraschungen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Überraschungen mögt oder nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, bloß keine Überraschungen. Ich will alles selbst bestimmen. Seid ihr jemand, der Überraschungen mögt oder jemand, der sagt, nee, lieber nicht, lieber nicht. Ich bin voll der Wundertüten-Fan. Ich mag das. Okay, gut. Dann habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Passt gut auf euch auf.